Sieht die Statue ohne das Kettenlied unvollständig aus? Hier unten sind jetzt zwei Löcher, aber wenn man ein bisschen weggeht, sieht man das nicht unbedingt, oder? Hört schon Also. dazu. Also es ist nicht so, als ob das nachträglich eingefügt ist, Okay, also sondern sie. die Statue wurde gebaut und diese Kette gehört dazu. Es ist jetzt nicht geschmackvoll oder sowas, aber Es ist kein nachträgliches Design, das fällt mir kein auf jeden Fall auf. nachträglich, diese Statue wurde gefertigt, um dieses Kettenglied irgendwie zu beheimaten. Okay. Also Das es läuft sieht nicht. aber schon. Sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es von Anfang an da drin gewesen, würde ich sagen. Ob wir wohl Albrecht oder einen seiner Zwerge fragen können, ob sie herausfinden können, wie alt diese Statuen sind? Ob die zur Vielleicht sind gleichen es Zeit gemacht Zwerge. wurden? Zwerge, das könnte vielleicht sogar ein Vater und ein Sohn sein. Zwerge wären doch so alt. Vielleicht sind all diese Statuen von Zwergen gemacht. Das Dann wäre wäre das auch absurd. nicht So, seltsam. dafür sind sie wirklich nicht gut genug. Lass mich mal gucken. Ich gib mir mal dieses Amulett, dieses Stück. Ich gebe Ihnen die beiden Kettenlieder. Ich Also, wenn es betast. vielleicht ein Arm und Bein amputierter Zwerg ist, der mit seinem. Naja. Betaste Nee, halt doch normal. nicht. Normal ist Ich glaube, das so selbst ein der wäre kunstvoller. Kettenlied, müsste ja irgendwie zusammengefügt werden mit irgendwelchen kleinen Häkchen, Drähten, wie auch immer. Die werden doch für gewöhnlich, sind die doch Kann an man der Seite damit offen und dann werden die ineinander abtasten aneinander oder zugespielt. tasten oder an der Seite, an den Seiten? Also entweder du benutzt zwei Zangen und biegst es auseinander und kannst sie dann ineinander einflechten, oder aber sie werden direkt gleich dann miteinander verschmiedet und vernietet. Du kannst aber nichts erkennen. Also sie gehören zusammen, sie sind identisch. Sie formen so etwas wie eine große Kette, tatsächlich, ja, so könnte man das überlegen, wenn da jetzt noch ein paar Kettenglieder dazukommen, könnte man da sicherlich irgendwie ein großes Amulett dranhängen. Das würde sicherlich gehen. Ich glaube nicht, dass wir sie zusammenfügen sollten. Ich meine, was machen wir dann, wenn wir dann eine goldene Kette haben? Ja, dann toll, haben wir eine goldene Kette. Also ich weiß jetzt nicht, was uns das bringt. Nun, ich denke, wir sollten das machen, was wir mit allen seltsamen Sachen machen sollten, Ja, die wir wegsperren. finden. Wir sperren es unterm Hesindek-Tempel ein. Dies ist eine Und ich für einen adäquate guten Lösung. Vorschlag. Wollt ihr denn nun auch das andere Kettenglied dort entfernen? Weil das wird ein ziemlicher Aufschrei, wenn wir die letzte noch heile Statue anfangen zu beschädigen. Lassen wir das doch von immer machen. Wenn wir ihn wiederfinden. Na gut, Eine dann gute Option, ja. drücke ich Denke nicht. einen Teil Jalanjan, das andere Kiras. Die sollten die auch getrennt aufbewahren. Wir sollten uns merken, Eine gute welches Idee. ist vielleicht. Vielleicht, ich werde einmal die Diener fragen, ob wir vielleicht kleine Kästchen dafür bekommen können, damit wir sie separat aufbewahren können. Macht euch ganz schön viel Sorgen um ein paar goldene Ketten. Nun, es gibt einen Grund, warum Leute in uralte Statuen Gold einschmieden und dann auch Statuen aus verschiedenen Ära. Es könnte sein, dass wir auf irgendeinen uralten Kult getroffen sind. Der seit Oder 1000 einfach Jahren nur hier verrückte ist. Leute. Bei 1000 Jahren. Also mal bitte nicht unrealistisch werden. Vielleicht stecken da ja Orks hinter. Wieso denn Orks? Orks? Und die Orks Was? haben früher über die Stadt geherrscht. Vielleicht ist es einer ihrer seltsamen Kulte, der sich festgesetzt hat. Die Theorien Hey, werden haben die immer nicht so einen seltsamer. komischen Ah. Mondkult oder sowas? Also Darum. von Gold habe ich da noch nie was gehört. Ich habe schon mal Vergiss das da. Gerücht gehört, es sind noch Orks unter der Stadt in der Kanalisation. Ist das wahr? Ach, das sind nur große Ratten. Isarun, Ja, was? wart ihr seit gestern im Hesindetempel? Nein. Ihr habt da nämlich so ein Messer. Ach so, ja, ich weiß. Das ist eine längere Geschichte. Wir müssen uns noch überlegen, wie wir das wieder wegsperren können. Diese Route ist dann immer Erzwissensbewahrer wieder. weiß darüber Bescheid. Er hat es selber damals mit Seidor Fosslarin in die Kiste gesperrt und ja. Kommt immer wieder, oder wie? Ja, anscheinend ja. Das ist ja Sollten wir den komisch. wirklich so blank durch die Gegend tragen? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ich suche mir mal so ein Fetzen irgendwo Gewand oder sowas her und wickel das Oh ja, mal ein. hier, nimmt meine Dolchscheide. Oder so, aber piekst euch nicht an eurem eigenen. Ach, Ich kenne keine das Sorge, Erfahrung, ich bin's gepiekst zu werden. gewohnt, die Waffe zu tragen. Gut, dann hätten wir das Problem jetzt. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt damit gemacht haben, ehrlich gesagt.
Aber wir müssen mal Ausschau halten nach mehr von diesen komischen Statuen. Ja, habe mir... ihr habt doch eine Theorie aufgestellt, dass sie an bestimmten Orten stehen können. Jetzt, da wir drei haben, vielleicht könnt ihr herausfinden, ob es tatsächlich ein Muster gibt. Ich hatte diese Theorie schon einer gewissen Überprüfung überzogen. Nun, an der vereinbarten Stelle, wo ich sie erwartet habe, war keine Statue. Also scheint es mit den acht Himmelsrichtungen nun nicht zu stimmen oder die Statue wurde entfernt. Acht Himmelsrichtungen kann. Vielleicht sind es ja auch mehr als acht Statuen. Oder es könnte nicht die Himmelsrichtung sein, sondern ein Pentagramm, ein Heptagramm, ein Hexagramm. Ein Ort, alles möglich. Also jetzt, da vorne sehe ich doch hier noch den Kaiserpalast. Da muss doch da vorne auch diese alte Brauerei gewesen sein, oder nicht? Die Straße runter und dann geradeaus. Da irgendwo hin, genau. Und dahinter ist dann die Sakrale wieder. Zeigt er die Statue irgendwo hin? Also die Prios-Statue? Ja, nee, die hat eine Waage in der Hand. In beiden. In deine Richtung. Nee, auch nicht. Auch eine gute Idee, aber nein. Hängt und baumelt einfach vor der. Hängt einfach vor der Brust. Die Gesichter zeigen ja auch keine Heiligen. Die Gesichter zeigen zumindest in zwei Richtungen, weil er nach links und nach rechts schaut und sich das irgendwie so ein bisschen merkwürdig vergabelt und verzweigt, aber er hat auch keine richtigen Augen. Und das ist nichts, was da irgendwie rausgearbeitet ist, er hat einfach kein Gesicht. Also diese Statue zeigt auf jeden Fall nicht auf die Sakrale. Was ist denn, wenn das hier Praios ist, der über die acht Heiligen wacht, die in diese Richtung in der Stadt verteilt sind? Wartet mal, wie hieß nochmal die Heilige, die in dieser Brauerei da stand? Chilissa. Und Chilissa ist die Heilige von was? Der Reine. Okay, schade. Nee, da macht das auch keinen Sinn. Travia. Oh. Schutzheilige der Kinder, der Armen und der Kranken. Damit ist das Travia und die Bäuerin Palinai. Das ist diejenige, der ihr gerade einen Bolzen ins Knie getrieben habt. Das macht Sinn. Ich dachte vielleicht, dass die Heiligenstatue von einer weiteren Götterstatue etwas weiter hinter sich begleitet wird, aber das macht so keinen Sinn. Wo blicken die Gesichter denn hin? Wo besonders? Nach links und nach rechts? Nö, kommen komplett nicht besonders. Irgendwie in die Stadt rein. Die einzige Richtung, die wir angegeben bekommen haben von einer Statue, ist die Sakrale. Vielleicht sollten wir uns die einfach einmal anschauen. Aber die ist doch komplett zerstört. Die Sakrale liegt in Trümmern. Was ist denn, wenn wir mal hinter... Ich hab darin Plünderer gesehen. Nicht schon mal wieder. Was ist denn, wenn wir hinter dem Zwölfgötterplatz, was ist denn dahinter? Vielleicht ist es auch, dass hinter dieser heiligen Statue auf dem Zwölfgötterplatz hinter befindet sich auch irgendwo eine Götterstatue. Ist da an dem Platz nicht das Theater? Auch? Ich weiß nicht, was da ist. Da ist doch irgendwo diese Magierakademie, aber die ist an dem Platz und dahinter, weiß ich nicht. Der Ronra-Tempel ist da noch irgendwo. Der ist am Briglo-Platz. Genau, aber das wäre ja irgendwo dahinter. Also ich denke, es gibt sicherlich noch irgendwo mehr von diesen heiligen Statuen. Vielleicht sollten wir nach denen Ausschau halten. Da wird der Ronra-Tempel vielleicht eine Anlaufstelle sein. Vielleicht steht da irgendwo Vitos rum. Also die Statue, nicht der Typ. Mann, ja. Vielleicht steht der da auch rum. Wer weiß. Gibt's denn auch einen Ingrim-Heiligen? Bestimmt. Und war da nicht ein Schmied? Schmiedin? Ja, aber der Ingrim-Tempel ist zerstört. Wir sollten mal Thorn Eisinger fragen, ob er weiß, ob da vielleicht so eine Statue stand. Ich hatte ihn schon gefragt, er verneinte. Vielleicht hat er einen im Garten gestört. Wir sollten einfach die Augen aufhalten. Sollten wir eine Statue sehen, schauen wir uns genauer an. Ich sollte uns diesen Goldschmied vorknöpfen, vielleicht weiß der mehr über die Ketten wieder. Ja, haben die nicht gesagt, er war irgendwo in der Südstadt und da ist alles voller Trümmer. Arena führte, dachte ich. Genau, und das ist genauso voller Trümmer. Also im Moment kommt man da noch nicht wirklich durch. Aber so viele Goldschmiede wird es im Arena-Viertel doch nicht geben, oder? Ihr unterschätzt, wie viele Goldschmiede es in Garret gibt. Aber mir wart ihr schon da im Arena-Viertel selber drin? Ich hab euch auch doch dort getroffen. Nun ja, ich habe Frau Protzens Haus besucht. Es liegt dann vollständig in Trümmern. Oh, das ist nicht gut. Die schlechten Nachrichten läuft. Ja, wie ein Trümmern. Ist nicht mehr betretbar, das Haus.
Oh, und die Nachbarschaft, wie sah die aus? Also ich bin nur bis zur Arena selbst gegangen. Ich glaube, die sah nicht gut aus, oder? Die Arena? Die Gegend um Frau Protzens Haus. Nee, alles zerstört. Die ist ebenfalls, diese Gegend ist ebenfalls nun ja abgebrannt, zerstört, eingestürzt. Steht an der Arena Statuen? Nein. Wir bräuchten wir sollten zielgerichter vorgehen. Wir brauchen einen groben Plan von Gareth. Vielleicht können wir ein Muster erkennen, wenn wir die bisherigen gibt es doch bestimmt im Kaiserpalast. Standorte oder mit Sinnetempel. Vermutlich an beiden Orten. Gut, dann suchen wir es in der alten Residenz und dann im Hesinetempel. Thema Residenzen, wir sollten uns wohl auch mal die neue Residenz vornehmen. Ist davon überhaupt noch was übrig? Ich dachte, die ist komplett zerstört und steht immer noch in Flammen. Zumindest als wir aus dieser Festungsruine rausgeklettert sind. Da war ja noch alles am Brennen. Zumindest die meisten Flammen sind jetzt gelöscht. Aber ehrlich gesagt müssen wir auch irgendwann mal wieder schlafen. Es wird schon so langsam Nacht. Das stimmt. Und ich weiß nicht, wie viel Aufmerksamkeit wir wirklich diesen Statuen zubringen sollten. Ich denke auch, wir haben Dringenderes zu tun, als uns irgendwelche kunsthistorischen Dinge anzusehen. Ich denke, wir können zwei Sachen miteinander verbinden. Die neue Residenz zu durchsuchen ist definitiv wichtig. Wenn wir dabei eine Statue finden, umso besser. Ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Statuen mit den Zeloten zusammenhängen. Zeloten? Warum? Die predigen doch auch immer von den Heiligen. Auf seltsame Art und Weise. Genauso wie die Statue die Heiligen abbilden. Also ihr meint, dass vielleicht die Statuen die Prediger beeinflussen? Ich will doch nicht gehofft haben, aber vielleicht... Das würden wir doch merken, oder? Ist diese Schmiedin denn eine Goldschmiedin gewesen? Oder Schmied, oder? Vielleicht steht dann ja, falls eure Theorie wahr ist, irgendwo im Arena-Viertel noch so eine Statue. Sagen und Legenden dürft ihr gerne mal würfeln. Plus 13? Na, erstmal nur eine Sagen und Legenden. Mittlerweile. Abelmir hatte sie auf alle Fälle schon mal rezitiert. Beziehungsweise. Dieser Run mal wieder. Sind zwar keine 13 Sternchen, aber du weißt es trotzdem. Karimor, ey. Da reichen sogar bei Kieras die 13. Aber Kieras ist kein Garäter, deswegen kriegt er nochmal eine plus 3 oder so ein Blödsinn, aber. Soziale Anpassungsfähigkeit. Die heilige Jacinthe ist eine Goldschmiedin gewesen, die als Schutzheilige der Künste und des Handwerks gilt. Also, es ist eine Frau und es ist eine Goldschmiedin gewesen. Also wenn das tatsächlich damals eine Goldschmiedin gewesen wäre, steht vielleicht wirklich einfach im Arena-Viertel nur eine Statue, die, warum auch immer, vielleicht aus magischen, verfluchten Gründen oder sowas, vielleicht von der Festung abgestürzt, die Leute beeinflusst. Vielleicht ist es gar nicht so kompliziert. Ihr meint, dass diese freigesetzten magischen Energien eventuell so eine Art... Effekt oder Geistesverwirrtheit ausgelöst haben. Ich meine, der Splitter hat eine Nacht und einen Tag hier gewütet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht, wenn das Material magisch anziehend oder sowas ist, warum auch immer, dass es vielleicht diese dämonischen Energien aufgesaugt hat, den ganzen Tod, die ganze Vernichtung, und jetzt verwirrt es die Geister der Leute. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also dämonische Energie ist ja sowieso chaotischer Natur. Das kann durchaus möglich sein, dass irgendwelche unvorhergesehenen oder seltsamen Effekte in Kraft getreten sind. Wir sollten auch bedenken, ist es nicht das erste Mal, dass Galotta in Gareth eine größere Geistesverwirrung anstiftet. Sicherlich das letzte Mal, aber nicht das erste. Aber sagte nicht diese Zelotin, dass der Goldschmied ihnen diese Geschichte erzählt hat und sie weiterverbreiten? Vielleicht ist die Statue aber auch nicht mehr als Frau unbedingt zu erkennen. Je nachdem, wie pervertiert sie inzwischen ist. Jetzt wird's abenteuerlich. Naja, sagen wir mal, die dämonische Energie ist in diese Statue gefahren. Wie auch immer.
ob jetzt die Statue, ich meine, selbst wir haben ihm diese Statue nicht erkannt. Oder diese andere Statue da von diesem Firun? Naja, auf dem Zwölf-Götter-Platz denkt man nicht unbedingt, dass da jetzt so ein Märtyrer rumsteht, ne? Ja, aber der Unterschied ist ja nur für einen absoluten Kenner der Materie zu erkennen. Wenn das also ihr meint dann, dass einfach eine relativ maskuline Statue steht, die die Leute beeinflusst, könnten die Leute vielleicht einfach denken, es wäre eine männliche Statue. Es sind ja auch mehr männliche Statuen als weibliche Statuen im Allgemeinen in der Gegend, wenn man ungebildet ist. Woher wissen wir, dass wir nicht die Beeinflussten sind und diese Zeloten in Wahrheit göttertreue Prediger sind, die wir hier gerade ohne guten Grund ansperren? Wenn wir schon von Beeinflussung reden. Ich denke, wir sind dagegen nicht immun. Ich glaube, ihr wart zweimal zu oft bewusstlos in den letzten Tagen. Ich bin zugegebenerweise tatsächlich öfter bewusstlos gewesen, als es mir liegt. Zahar hat ja wenig zugeflüstert, dass er jetzt in Männern Frauen sieht und Frauen Männern. Also, wir sollten es auf jeden Fall mal morgen versuchen. Wenn diese Statue tatsächlich so viele Zeloten pervertiert, wie ich glaube, muss sie ja noch relativ zugänglich sein. Einfach, gut, weil so viele Leute bei ihr vorbeigekommen sind. Ich werde im Hesinde-Tempel übernachten und am nächsten Morgen einmal in den Archiven nachschauen, ob es eine Auflistung der verschiedenen Märtyrer oder sonstigen Statuen gibt. Irgendein übereifriger Hesinde-Priester wird sicherlich etwas aufgeschrieben haben. Ist denn hier irgendwo ein Nandus-Tempel? Die sammeln doch Karten. Ein Schrein ist im Pentagon-Tempel, soviel ich weiß. Vielleicht hat ja jemand aus lauter Langeweile, weil er hier abgestellt wurde, als Nandus Gewalter mal einen gesamten Plan der Stadt angelegt. Wissen Sie, wer wisst ihr, man hat letztens erst dann Nandus Gewalter auf den Scheiterhaufen gebracht. Sie übertreiben es aber auch manchmal. Äußerst beunruhigend, aber vielleicht hat wirklich jemand alle Statuen vermerkt. Möglich wäre es. Diese Geweihten sind wirklich sehr gründlich. Wäre ein kurioses Objekt der Neugier, aber versuchen kann man es wohl. Ach, ich würde mich nicht wundern, wenn irgendein... Alle seine Objekte neu hier. Genau. Würde mich nicht wundern, wenn irgend so ein komischer Geweihter auch eine Auflistung oder Sammlung von abgeschnittenen Fußnägeln oder so etwas gemacht hat. Also irgendwann hatten sie sicher Langeweile. Wenn die historisch wertvoll sind, bestimmt. Also ich meine, es ist nur ein Versuch, aber vielleicht findet ihr zumindest irgendwie eine Teilauflistung von Statuen oder so etwas oder Beschreibungen der örtlichen Statuen. Das kann ich mir gut vorstellen. Zumindest finden wir auch heraus, welche nicht beschrieben sind. Und wenn unsere zufällig dabei sind, wissen wir, dass irgendwas im Hesinde-Tempel steht. Richtig! Schaut einmal, ob ihr findet, wann unsere Statuen aufgestellt wurden. Genau. Oder ob sie vielleicht mal ersetzt wurden, ob ihr dazu irgendwas findet. Können wir auch gleich herausfinden, wie alt die Statuen am Zwölf-Götterplatz sind. Entschuldigung? Ja? Ist hier ein Kiaras? Ja, natürlich. Ja. Ich soll euch einen Brief bringen. Entschuldigung, ich wusste nicht, wo ihr seid. Hat ein bisschen länger gedauert. Oh, keine Sorge. Von wem habt ihr den Brief? Von dem Herrn Wertling. Von dem hohen Herrn Wertling. Ah, wunderbar. Dankeschön. Warum schreibt Ludolf uns Briefe und schickt nicht einfach einen Läufer? Also einen normalen. Ich bin doch ein Läufer. Ein normaler. Jetzt macht den armen jungen Mann nicht so fertig. Er fängt an zu weinen. Ja, Lan. Ich kann doch nicht, warum weint er jetzt? Aber mir dafür könnt ihr mir nicht die Schuld geben. Dass ihr auch wirklich auch noch die Jüngsten in dieser Reihe hier fertig machen müsst. Mann, Kinder, ich sag's euch. Offen. Nicht. Die erinnern mich zu sehr an Gräume. Klein. Aber bitte liest den Brief. Vielleicht ist es etwas Wichtiges. Ja, es sind tatsächlich zwei Briefe, wenn Kiaras den auffaltet. Einmal eine kurze Notiz von Ludal von Wertling mit einer Abschrift, die dann da eben auch rausgestrichen werden kann. Also ein weiterer Umschlag, der dann eben diese Abschrift zeigt. Es war wohl eine Brieftaube, die vor ein paar Stunden angekommen ist, an niemanden adressiert, aber sie landete auf der alten Residenz ohne einen wirklichen Taubenhorst oder einen Taubenschlag zu bekommen, und da haben ihn dann ein paar Jungs runtergeholt, die Nachricht Ludolf übergeben, und das ist sie. Aha, das ist... Ich guck mich mal um, ob irgendwer zuhört. Der Botenjunge geht gerade. Immer noch weint, aber mit seiner Münze in der Hand. Ja, ich wink dir nochmal so näher an mich heran. Bitte gute Nachrichten. Bitte gute Nachrichten. Wenn ihr so winkt, nicht wirklich. Gute Nachrichten.
Feind noch in der Partien, Wehrheim, Kultort, finstere Rituale, Truppen verschieben von W nach Rom, Geierstandarte, Ausfall über Norden funktioniert, aber W kann nicht genommen werden, Ra in W, erwarten Hilfe. Unterschrieben mit AVR. Und Sven von Rabenmund. Ich denke nicht, dass er weiß, was hier geschehen ist. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Naja, verteidigt das Reich. Ach, so wenn auch aus. Wenn auch zu spät, aber nun tut er es. Zeig nochmal, was steht da mit Romelis? Feind noch in der Partien. Wehrheim, Kultort. Finstere Rituale. Truppen verschieben von W nach Rom. Geierstandarte. Ausfall über Norden funktioniert, aber W kann nicht genommen werden. Ra in W. Erwarten Hilfe. Wo ist denn Ra in W? Rabenbund? Nein. In Wehrheim. Nein, aber er schreibt doch, dass das ist RHA. Das ist so ein Wehrheim. Der Untote erheben. Kann er seine Toten und Toten nochmal erheben? Das wird nicht, liegen da genug von unseren herum. Das ist wahr. Und wir werden es nicht schnell genug dorthin schaffen, bevor der schwarze Drache dort ist. Vor allem, wir haben keine Männer. Keine Vergessen Ausrüstung. Wir Wehrheim, denkt an Romelis. Was ist denn in Rom? Eine zweite Offensive des Feindes? Gibt es in Romelis überhaupt noch Truppen? Einige, die haben auch eine Kriegerschule. Ja, aber was glaubst du, wie viele davon abgezogen wurden? Eben, die meisten werden nach Wehrheim geschickt worden sein. Sicherlich haben sie noch Stadtgardisten und so. Aber das wird auch alles sein. Also die Trommel ist vermutlich in Trümmern. Sie werden noch eine Weile brauchen, um da dann zu kommen. Ich meine... Also wir haben nichts, was wir nach Romelis schicken können. Wir können selbst nach Romelis gehen. Wir können die Stadt auch nicht alleine lassen. Wir müssen auf jeden Fall die Stadtoberin von Romelis in Kenntnis setzen. Vielleicht wäre eine göttliche Verständigung der schnellste Weg. Ihr dürft mal eine Staatskunstprobe machen. Oder halt eine Brieftaube. Könnte man das auf irgendwas ableiten? Staatskunst ist doch mein Talent. Um von dieser Runde ausgestochen zu werden. Danke auch. Hasse dich. Ja, wisst ihr, wer in Romelis aktuell gastiert, beziehungsweise als Fürst sitzt? Rabenmund. Irmegunde. Keine Rabenmund sitzt dort, meines Wissens nach. Eine. Wer ist jetzt an der Art vielleicht von Darpatien? Es ja, gibt tatsächlich eigentlich drei Geschlechter, die da so ein bisschen. Oder? Bregelsaum und Mersing, das ist dann noch das dritte Geschlecht, aber aktuell ist es tatsächlich eine Rabenmunder. Aber die Staatskunde ist tatsächlich hoch genug, zumindest bei Isarun und Jalan. Abel mir als Horasia weiß das. Nee, das war eine Sagen- und Legendenprobe. nicht wirklich verbündet mit dem jüngeren Haus Rabenmund, sondern in Zwist. Also das Haus hatte sich ja gespalten, gesplittert und nachdem dann der Großvater Answin der Ältere gegangen ist, haben sich dann eben Answin der Jüngere und Fürstin Elmegunde dann entzweit. Die Fürstin ist eine sehr traviergläubige Frau. Und irgendeinen Zwist gab es dann mit dem Jüngeren. Also will er ihr mit Absicht nicht helfen. Würde das sagen. Könnte sein, dass er dies zu seinem Vorteil ausnutzen will. Andererseits würde er dies zu seinem Vorteil ausnutzen wollen, würde er uns nicht unbedingt Bescheid sagen. Es sei denn, die Truppen des Feindes sind schon lange in Romelis angekommen und wir erfahren dies erst zu spät. Würde ich ihm zutrauen. Aber selbst wenn, könnten wir jetzt momentan nichts ändern. Ist denn jemand von euch in der Lage, sich göttlich zu verständigen? Ich weiß, dass die Boron-Geweihten auseinanderfallen können. Könnt ihr es auch? In der Theorie kann jeder Geweihte das nur... In der Theorie hilft mir nicht. Praktisch hilft mir. Haben wir keine Brieftauben mehr? Sind die alle tot? Also ich weiß nicht, wo der Taubenverschlag des Kaiserpalastes ehrlich gesagt sitzt. An der Residenz müsste einer gewesen sein. An der neuen Residenz auch, aber den können wir wohl auf jeden Fall abschwenken. Und ich nehme an,
Ja, gut, die an der KGA-Registratur werden schon lange weggenommen worden sein. Es sind in der Tempel hat vielleicht welche. Möglich. Gut, alte Residenz müssen wir sowieso irgendwann mal wieder hin und zum Hesynde-Tempel wollte ich ja ohnehin. Aber schlafen legen und jetzt schickt ihr uns diese Nachricht und Drassas, wo sind wir heim und da? Aber glaubt ihr nicht, dass Ludolf von Wertling die Nachricht schon weitergeschickt haben wird? Wir können fragen, wenn wir in der Residenz sind. Und bis dahin überlegen wir uns, was wir tun. Ach, der größte Witz tatsächlich ist, dass er meint, wir könnten ihm helfen. Was ist mit dieser Geierstandarte? Steckt er vielleicht hier, wie heißt der, Toxis hinter? Oder jemand anders? Gibt es denn irgendjemand mit einem Geier-Symbol, einem, keine Ahnung, einem Geier-Wappen? Wir hatten doch auf diesem Acker was gefunden. Da war doch irgendwas reingeritzt ins Hayat-Zeichen. Erinnert euch an diesen Magier mit der Geierhafe in Yolgomak? War ich nicht dabei. Jetzt. Ich auch. Ja, Hafe. Weiß nicht, wovon ihr sprecht. Nun, ihr erinnert euch doch an Balfimor? Ja, das war der Magier, nicht wahr? Und es gab noch einen zweiten Magier. Wie hieß er denn? Asmodeus. Genau. An Andergast, richtig? Genau. Nun, er ist ein Paktierer der rastlosen Wesenheit. Er erinnert mich irgendwie an Hafax. Erinnert mich nicht an Hafax. Naja, aber mit den Truppenverschiebungen. Ich glaube nicht, dass Toxis Truppen verlieren könnte. Oder wollte, überhaupt. Ja, vielleicht hat doch jemand anders das Kommando gerade. Irgendwer, der parkiert mit diesem Erzdämon. Ich will euch ja nicht beunruhigen, aber wenn Hafax kommt, sind wir alle verloren. Aber erinnert euch doch nochmal, bei der Invasion von Tobrien, das ist exakt so passiert. Wir müssen wirklich schnellstmöglich Romilis Bescheid sagen. Es kann durchaus sein, dass der Feind sich schneller bewegen kann, als wir es vermuten. Dann zur Residenz, los. Ach, gut. Und so, mit müden Beinen könnt ihr wieder die paar Meter in Richtung Süden antreten. Die Sonne ist mittlerweile komplett untergegangen und so lasst ihr Danos den Ritterkönig von Luring dort zurück in der, ja, sanften Obhut der Karinorschen Diener. Ich weise ihn an, sie sollen ihn mästen, sobald er wach wird. Ja, die Reichsführung, so sie denn existiert, hat sich ein eigenes Zelt mittlerweile leicht abgetrennt aufgebaut. Ihr könnt da immer noch sehen, die verschiedenen Statuen, hinter denen dann Isarun und Abelmir kurz standen, die allerdings nicht so funktioniert haben, denn sie haben die Schützen auf alle Fälle das Leben gekostet. Da haben sie sich ein kleines Lager aufgebaut. Ihr könnt sehen, wie Thorn Eisinger mit einer großen Suppenschüssel da sitzt, wenn ihr eintrefft. Ludolf von Wertling sitzt da, Amelia Groterian, die ihr bisher, wie gesagt, noch nicht kanntet. Vielleicht am einen oder anderen Mal über den Weg gelaufen, aber die steht ja sowieso schon jetzt die ganze Zeit hier und versucht das so ein bisschen mit zu managen. Albrax Groscho Agam sitzt mit zwei verbundenen Armen und zwei verbundenen Beinen dort und ist da wohl auch gerade so ein Pilz oder Pilzbier, was er da gerade trinkt. Und ihr könnt tatsächlich auch erkennen, dass Melvin Störrebrand und auch Salda Foslarin mittlerweile leicht verletzt ebenso an den Tischen sitzen und euch dann ansehen, wenn ihr reinkommt. Ah, sehr gut. Ja, Ludolf hat sich wohl mittlerweile, weil er einfach gerade am längsten hier ist, hat er sich dann an den Tisch der Tafel gesetzt, beziehungsweise an die Stirnseite. Melvin und Saldor scheinen das auch ohne irgendwas hinzunehmen. Und wenn ihr dann nach und nach in dem Zelt Platz nehmt, sind doch genug Stühle bzw. Bänke dann aufgebaut, könnt ihr euch hinsetzen. Und während die anderen dann darauf warten, dass ihr euch da es gemütlich gemacht habt, könnt ihr dann auch noch hören, wie Amelia Groterian, die röchelt so ein bisschen leicht. Also klingt wohl auch, als ob sie verletzt ist. Klingt so, als ob ihr Lungenflügel oder so ein bisschen kaputt ist. Zumindest Abelmir könnte darauf deuten. Ja,